Und schon wieder eine neue Folge und dann wieder ein neuer Tag und schon wieder Factorio. Yay! Hier auf Philips Gaming. Hier um 17 Uhr. Wir sind schon bei ganzen 46 Folgen. Ja, Mensch. Nähern wir uns der 50. Man könnte eigentlich aus der 50 eine Special-Folge machen. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht hast du ja eine Idee. Schreib es in die Kommentare. Ist ja nur einer dazu guckt und 11 mal klickt. So. Ich mache direkt zwei Folgen draus. Ich mache jetzt 46 und 47 aufgrund von Zeitmangel. Immer der Zeitmangel. Ja, wenn man den ganzen Tag mit Star Swan beschäftigt ist, da fallen dann die anderen Projekte flach irgendwie. Das ist lustig. Eigentlich das, was ich am wenigsten in der Woche hochlade, spiele ich am meisten. Das sollte mir zu denken geben. Habe ich ja mittlerweile schon mehr Spielstunden als hier bei Factorio. Ah, ich könnte für ein Spiel schwärmen. So, ich spiele jetzt auf Factorio. Wir müssen jetzt von Factorio schwärmen. Wir müssen ja die Entwicklung unterstützen. Die positive Entwicklung mit 98%. 98% positiven Bewertungen hier auf Steam. Ich glaube, das wird nicht besser. Keine Ahnung, was wir machen. Ich hatte jetzt letztens gesagt bekommen, dieser Umkreis hier drumrum, ja, das Blaue, das baut dann nämlich auch noch mit ab. Ich hatte erst gedacht, ich habe es total falsch gebaut, aber es ist eigentlich erstmal egal. Also bei denen hier, die bauen gar nichts mehr ab. Jetzt weiß ich auch, warum mein Eisen ein bisschen alle ging. Weil das ja alle geht. Das ist schlecht. Ich habe irgendwie gerade Bock, eine richtig neue, riesengroße Produktionslinie aufzumachen. Weil hier komme ich nicht mehr klar, sag ich. Ist gerade mein Problem. Ich glaube, wenn wir mal alles erforscht haben, dann bauen wir mal irgendwo, wo wir richtig viel Platz haben. Noch richtig viel. Hätte gern die Aliens ausgemacht. Geht das? Ja, die brauche ich nicht. Geht das irgendwie? Ich glaube nicht. Was ist denn eigentlich hier für ein Kasten? Bin ich doch gar nicht. Warum sehe ich denn das da, als ob das hier wäre? Nee, viele machen ja dann so richtig geile große Produktionslinien, was halt auch ziemlich ordentlich aussieht. Nicht so verwurstelt wie das hier. Das ist ja wie mehr oder weniger meine Erfahrungswelt. Werden die Forschungen eigentlich übernommen oder muss ich das dann bei jedem Mal, bei jeder neuen Welt neu machen? Was das hier? Stein. Ich hätte den Vorschlag, dass wir das alles vielleicht mal umplanen könnten hier. Dass wir alles ein bisschen größer ausrichten können, damit wir viel, viel mehr Platz haben. Aber das Umplanen sollte jetzt ewig dauern. Aber wir haben ja viel Zeit. Aber in der Zeit, wo wir umplanen, könnten wir eigentlich auch neu bauen. Von daher. Überlege ich mal kurz. Ich glaube, gerade meine Produktionslinien hier oben, ey, die kann ich erstmal ein bisschen abändern, eventuell. Weil die forschen ja eh nichts mehr. Das heißt, die kann ich eigentlich weglassen. Weil das bringt hier nichts. Weil kommt der kein Blau an. So, das heißt, ich kann das erst. Ich mache erstmal eine Lücke. So. Ja, ich würde fast sagen. Hier unten, die kann ich auch erstmal weglassen, weil was die produzieren, das lohnt sich jetzt eigentlich auch fast auch nicht. Ich habe noch gerade ein relativ volles Inventar. Huch. Da müssen wir dann mal schauen, wo wir das alles platzieren. So. Mach erstmal wieder genug Platz. Haufen Kohle. Inventory full. Wo waren meine Lagerkisten? Hier dazwischen. Stellen wir halt noch ein paar mehr hin. So. Wahrscheinlich auch große Lagerkisten. Ja, ich würde gern zugreifen.
Mach halt die Kisten alle. So, jetzt habe ich wieder Platz. Ja, hauen erstmal alles hier rein. Gucken dann später, was wir wieder rausholen. Ist ja nur erstmal zum Abbauen. Da brauchen wir nicht so krass viel. So. So. Eine volle Kohlekiste. Ach, wir haben hier unten auch noch was. Fällt mir gerade auf. Und noch die ganze Werkzeugleiste. Die ist auch noch ganz gut gefüllt. Kann man. Gibt es eigentlich eine Taste, wo ich alles hier reinfügen kann, und dann muss ich das alles so auswählen. Ich bin schon froh mit der Shift, aber es wäre cool, wenn da wirklich alles gehen würde. So, die haben keinen Strom mehr. Wie ist die Leistung so? Geht. Aber wir müssen auch bedenken, wir haben gerade Tag. Von daher, bei Tag habe ich eine höhere Leistung. Ich habe meine Werkzeugleiste immer noch nicht alle gemacht, fällt mir gerade so auf. Irgendwie übersieht man das. So, jetzt denken wir mal dran. Alles fein hier reinhauen. Dann können wir mal ein bisschen Ordnung hier reinschaffen. Also, und der Dax hatte mir auch gesagt, wie ich das mit den intelligenten Kisten machen könnte. Ich habe schon wieder vergessen. Da müsste ich dann nochmal nachgucken. Also in 2 Folgen könnte das mal noch passieren. Dann probiere ich das mal aus. Aber das war mir noch zu komplex. Wie viel ist hier so drin? Na gut. Nehmen wir mit. Drüben ist kein Strom mehr. Sowas. Sowas, sowas. Na, wenn wir das erstmal weg haben, dann haben wir erstmal hier einen Haufen Produktion. Das war ja eigentlich hauptsächlich für die Forschung hier alles. Alles für die Forschung. Wieder voll. Voll, voll. Nicht mehr voll. So. Ne, die noch ne. Ach, hier oben sind noch langsame. Ganz langsame. Ach ja. Die brauchen ja noch was. Machen wir so. Da hab ich unten wieder Platz. So. Überlegt, wie viel Platz man verschwendet hier nur für die kleine Produktion von Forschung. Ich meine, irgendwann brauchen wir ja keine Forschung mehr, ne? Wenn wir da alles ausgeforscht haben, da brauchen wir eigentlich auch die Forschung nicht so krass erweitern. Weil die brauchen wir eh nicht für ewig. Eh nicht für ewig. Na gut. Alles weg dann, ja. Oh, das ist so viel weg zum Wegmachen. Da brauche ich jetzt schon eine ganze Folge zum Wegmachen hier. Reicht nicht aus. Mal wieder entleeren. Ich habe das Gefühl, meine Kisten reichen dann bald nicht aus. So. Ah, shit. Voll. Hört man mal wieder meine Maus. Die hört man ja selten. Weg. Ach, Radar. Na, Radar, das kann man noch woanders hinsetzen. So viel erforschen brauchen wir gerade nicht mehr. Ach, schon wieder voll Tipps und Tricks. Können wir eigentlich auch mal in Tipps gucken, da steht jetzt bestimmt auch sowas dann. Mit der Technik. Vielleicht. Voll. Voll. Ich glaube, ich brauche dann bald noch mehr Kisten hier. Glaubt man gar nicht. Weg damit.
wir das noch? Ich glaube schon. Allerdings. Das zählt ja jetzt zu meiner Kupferproduktion, die können wir ja erweitern. Oder halt direkt runterlenken. Machen wir das erstmal weg. Machen da wieder neue. Haben wir auch gerade keine Verteilung. Da geht es einfach hier weiter. Ne? Hier schön rüber. Hier runter. So. Kein Stress. So, da haben wir doch mal hier ganz schön viel Platz geschaffen. Ist auch nicht, wie wenig ich hier an dem Boden, also wie viele Flecken hier doch mal waren. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles ausgefüllt. Ne, da noch recht viele Flecken. Brauch ich auch eine. Ach, wieder eins zu viel weggenommen. So. Nehmen wir alles fein weg. Ist in hier die sogenannte Abbaufolge. Um Platz für Größeres zu schaffen. Wir müssen ja langfristig denken. Aber zum langfristig denken gehört dann allerdings auch dazu, dass wir uns irgendwann um die Aliens kümmern. Dass wir Produktionserweiterung betreiben können. Wir bauen friedlich mit den Aliens, solange wir die nicht angreifen, greifen die uns nicht an. Oder wir greifen die an. Dafür müssen wir dauernd mit Alien-Attacken rechnen. Die dann mit der Zeit eigentlich auch öde werden. Erstmal Platz hier geschaffen. Ich wollte direkt mal noch. Den Boden, den können wir auch nochmal ausbauen. Wenn wir gerade schon dabei sind. Erstmal wieder ausleeren. Genau. Wie sieht's aus mit der Leistung? Ach, ganz schön runtergegangen dafür, was ich alles weggebaut habe. Krass. Ach, zu weit. So. Ist noch ein bisschen Platz. Fein. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wie machen wir denn das? Was ist denn das hier? Was macht denn der hier? Hat sich einer verirrt oder was? Ja. Hier ist was Rotes. Das ist mein Bahn. Ich lasse meinen Bein. Ich glaube. Na gut. Ich glaube, ohne die Viecher war das echt entspannter. Ja, oder wir greifen die halt nicht an. Aber hab ich denn hier drüben keinen Strom? Hab ich keine Netzverbindung, oder? Ja, scheint so. Ich glaube, das hier oben reicht nicht aus für den. Ja, verstehe. Deswegen ist jetzt auch die Produktion so niedrig. Weil ich ja gar keinen Anschluss hatte. Gut. Was hat denn dann hier dran zu... Achso, hier. Meine Energiezellen, die hatten da was gespeichert, deswegen ging das noch ein bisschen. Verstehe. Mach bitte was kaputt. So. Ach ja, ich wollte hier unten noch das. Mein restliches Inventar ausleeren. So.